Anfang Juli litt Apex Legends unter einem Hackerangriff, der de facto das ganze Spiel als Geisel gehalten hat. Ziel der ganzen Sache war es, eine einzige Nachricht an die Gamer zu übermitteln. Hashtag Save Titanfall. Das an sich war schon kurios. Aber je mehr ich mir die Geschichte angeschaut habe, desto mehr zeigt sich, dass die Sache mit Apex Legends nur die Spitze des Eisbergs ist. Tatsächlich gibt es Intrigen und Lügen und Drama, wie es normalerweise nur in einem James-Bond-Film passieren würde. Wir haben eine Community, die leidenschaftlich für ihr Wohl kämpft, eine vermeintlich ignorante große Firma und ein Hacker-Kollektiv, das quasi auch ein Superbösewicht sein könnte. Und die Möglichkeit, dass alles an diesem Thema vielleicht doch nicht ganz so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Um so ein Thema aufzurollen, würde ich normalerweise am Anfang anfangen. Wie bei jedem guten Krimi beginne ich jetzt aber in der Gegenwart und versuche von hier zu ergründen, wie die Helden und Bösewichte der Geschichte zu ihren Positionen kamen. Quasi wie eine Origin-Story. Für mich begann das Ganze also Anfang Juli, zur Zeit des Apex Legends Hacks. Wer das nicht ganz mitbekommen hat, Apex Legends, der Free-to-Play-Team-Shooter, wurde am Wochenende des 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, gehackt. Wer ein Spiel beendete oder in den Playlist-Auswahlbildschirm wechseln wollte, sah nur eine Playlist mit folgender Botschaft. SaveTitanfall.com, Titanfall 1 wird angegriffen und so auch Apex. Das Problem betraf nicht jeden und manche konnten mit einem Neustart das Ganze auch für kurze Zeit beheben. Aber unterm Strich konnte ein großer Teil der Community nicht mehr richtig Apex Legends spielen. Wie eben schon gesagt, hatte der Angriff einen direkten Grund. Das Verbreiten einer Nachricht an so viele Menschen wie möglich. Aber was steckt hinter Hashtag Save Titanfall? Wer greift Titanfall an? Und warum muss es gerettet werden? Tja, ha! Zeit, den Bösewicht der Story vorzustellen. Ich warne euch aber vor, anders als in Bond-Filmen ist es hier nicht der eine Typ mit der Katze. Etwa ich? Nicht du, Jonas. Der andere, den ich aus rechtlichen Gründen nicht zeigen kann. Ihr wisst schon. Schade. Mr. 007 weiß wenigstens immer, gegen wen er kämpfen muss. Aber in dieser Sache ist es gar nicht so einfach rauszufinden, wer jetzt der Bösewicht an der ganzen Sache ist. Vor allen Dingen gibt es verschiedene Ergebnisse, je nachdem, wen man fragt. Aber urteilt selbst. Seit mindestens 3 Jahren ist das erste Titanfall auf dem PC im Online-Modus unspielbar. Und mit unspielbar meine ich nicht, dass da vielleicht ein paar Bugfixes sein müssen oder die Queues vielleicht ein bisschen lang sind. Ich meine, man kann es nicht spielen. Man kommt nicht mal rein. Schaut mal, was bei YouTuber Jerdude passiert, als der sich ins Spiel einloggen will. Give it another go, I guess. Give it another shot. There's 2 people online worldwide and it crashed again. What's happening? Im Juni haben im Schnitt 6,4 Leute Titanfall 1 gespielt. Nicht, weil niemand das Spiel mag, sondern weil es aktiv gekillt wurde. Und zwar mit Bots. Kurz und vereinfacht gesagt besetzen Hacker jeden Server mit Bots, sodass kein Platz mehr für echte Spieler da ist. Ein bisschen wie das Kind, das im Freibad oben auf der Rutsche sitzt und nicht rutschen will. Du kannst dich anstellen, du kannst auf die Leiter hoch, aber solange Jeremy nicht runterrutscht, hat hier keiner Spaß. Solltet ihr doch reinkommen, steigt euer Ping nach und nach auf 999 und ihr werdet gekickt. Für den PC ist Titanfall 1 damit quasi ein Hauptmenü-Simulator. Falls ihr euch das übrigens im Detail anschauen wollt, könnt ihr mal einen Blick auf SaveTitanfall.com werfen, da ist alles nochmal genauer auseinanderklamüsert. Das Ding ist, das Video, was ich euch eben gezeigt habe von Jerdude, ist von 2019. Das heißt, es ist 3 Jahre alt. Seit 3 Jahren kommt keiner mehr ins Spiel rein. Und jetzt kommt die Bond-Bösewichtssache am Ganzen. Hinter diesem ganzen Ding steckt nur eine einzige Person, beziehungsweise ein Hacker-Kollektiv. Der oder das ist ganz gezielt auf die Titanfall-Community abgesehen haben. Die sind quasi das Kind auf der Rutsche. Das kann doch nicht sein. Wo ist der Bademeister? Und das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, die mich schon zu meinem zweiten Teilnehmer im Frustrationsmarathon bringt. Den Bademeister. Also Respawn Entertainment. Den Stimmen aus der Community und den Gründern des Save Titanfall Hashtags nach ignorieren die das Problem nämlich schon seit Jahren oder geben ihm zumindest nicht die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. Auf SaveTitanfall.com haben die Betreiber der Seite nicht nur aufgelistet, wie die Hacker vorgehen, welche Namen einige der Bots tragen und so weiter und so fort. Es gibt auch konkrete Lösungsvorschläge, um die Probleme zu beheben. Aus der Sicht vieler liegt hier also der Hund begraben. Respawn will nicht. Und verkauft Titanfall aktuell trotzdem noch auf Steam in der Deluxe Edition für 19,99 €. Die Rezensionen sind äußerst negativ und die Kommentare spiegeln die Meinung der Fans deutlich wider. Dieses Spiel ist unspielbar, sagt eine Stimme.
Großartiger Titel Bildschirmsimulator, sagt eine andere. Oder einfach, bitte fixt die Server. Okay, Titanfall wird von Bots gekillt, Respawn ignoriert's, Save Titanfall hat Hacker bestellt, um auf das Ganze aufmerksam zu machen. Case closed, Video zu Ende, lass uns ein Abo da. Nothing but. Nee. Das wäre ja viel zu einfach. Ich habe euch ja am Anfang vom Video schon versprochen, dass das Ganze doch nicht so schwarz-weiß ist, wie ich mir eigentlich gedacht hatte. Zum einen ignoriert Respawn das Problem nicht. Laut Respawn Entertainment Director of Communications Ryan Rigney sei das schon lange bekannt und würde auch schon lange bearbeitet. Das Problem sei nicht, so Rigney, dass sich niemand drum kümmert. Vielmehr ist DDoSing, das was da passiert, so ein Ding, das einfach nicht so schnell zu lösen wäre. Das Team habe nie aufgehört, an der ganzen Sache zu arbeiten, auch wenn Anti-Cheat-Software zu entwickeln ein ewiger Kampf sei. Das ist auch nicht das erste Mal, dass sich Respawn meldet. Es gibt immer wieder Updates, unter anderem am 6. April diesen Jahres, wo sie versprechen, nicht aufzugeben. Das bedeutet jetzt nicht, dass hier alles supi ist. Die Kommunikation zum Thema ist zumindest so dürftig, dass sie bei einem Großteil der Community nicht ankommt. Wahrscheinlich bekommt Titanfall auch von Respawn nicht die Aufmerksamkeit, die ein Apex kriegen würde, einfach weil es schon 8 Jahre alt ist. Also, ich sitze jetzt nicht bei Respawn im Büro, aber sie haben selbst gesagt, dass sie nur 1 oder 2 Leute an den Problemen arbeiten lassen, weil eben alle anderen an Apex sitzen. Bei so massiven Problemen ist das nicht genug, wäre zumindest jetzt mein Gefühl. Und dass das Spiel immer noch aktiv im Shop verkauft wird, obwohl diese Probleme bestehen, finde ich mindestens höchst fragwürdig. Aber meiner Meinung nach können da auch die Devs nichts dran machen. Entwickler und Entwicklerinnen sind meistens die, die am wenigsten mit Vermarktung, Preisen oder dem Setzen von Prioritäten in der Entwicklung von Spielen zu tun haben. Das passiert meistens ein paar Etagen höher und dort wird sich nach Gewinn orientiert. Und sehr wahrscheinlich werden Attacken gegen ein Spiel von 2014 da einfach nicht so hoch priorisiert, wie ein aktuelles Free-to-Play-Service-Game am Laufen zu halten. So that's how it all went down. Literally. Auch die anderen Online-Spiele des Studios sind vor Angriffen nicht gefeit. Schon vor einiger Zeit wurde auch auf SaveTitanfall.com auf Sicherheitslücken aufmerksam gemacht, die zu Problemen bei Online-Spielen von Respawn, also auch Titanfall 2 und Apex, führen könnten. Kurz darauf begannen die Probleme für die Titanfall 2-Streamer. Einige der größten Streamer der Community wurden auf eine sogenannte Blacklist gesetzt und können nicht mehr spielen. Nicht nur das. Sollten sie sich doch einloggen, werden alle Spieler des Servers offline gekickt. Angeblich von der gleichen Person, die auch für die Titanfall 1-Probleme verantwortlich ist. Also, kommt schon, das ist doch mindestens super Bösewichtsniveau, oder nicht? Respawn Entertainment ist schon dran, aber die DDoS-Attacken erweisen sich als ein ernstes Problem. Und jetzt hat sie ja auch noch Apex erwischt. Dieses Mal jedoch von anderen Hackern, die auf das Problem bei dem ersten Spiel aufmerksam machen wollen. Und zwar, indem sie sich das Spiel schnappen, das aktuell die meisten Spieler hat. Apex. Ganz schön vertrackt das Ganze. Und vielleicht auch nicht der richtige Weg. Lohnt es, ein Feuer anzuzünden, um auf ein anderes aufmerksam zu machen? Oder brennt dann einfach das ganze Haus? Ich verstehe, dass es einen frustriert, wenn man sein Lieblingsspiel nicht mehr zocken kann und gefühlt nichts getan wird. Aber wen trifft dieser DDoS-Angriff auf Apex jetzt wirklich? Zum einen die Devs, die am Feiertag ins Büro mussten, um den Fehler zu beheben. Die gleichen Devs, die laut eigener Aussage schon versuchen, die DDoS-Attacken bei Titanfall in den Griff zu kriegen. Das bedeutet, dass effektiv innerhalb von Respawn genau die Leute zusätzlich geschlaucht und geblockt werden, die eigentlich genau an der Sache arbeiten, auf die die Hacker aufmerksam machen wollen. Aber eben nicht arbeiten können, weil die Hacker das andere Spiel wieder lahmgelegt haben. Zusätzlich zu dem Grundstock an Angriffen, die große Spiele wie Apex sowieso täglich abwehren müssen. Die nächsten, die in die Röhre gucken, sind die Apex-Spieler. Die haben sich auf ein paar Runden gefreut und können jetzt nicht spielen und sehen als Grund Titanfall, ein 7 Jahre altes Spiel. Was auch blöd ist. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass sie wenigstens diese Nachricht lesen und sich dann tief mit dem Zustand von Titanfall beschäftigen. Stattdessen verbinden sie den Frust dieses und aller Hacks mit Titanfall und mit der Titanfall-Community und dem Save-Titanfall-Hashtag. Die am allerwenigsten was dafür können. Das ist doch auch doof. Am Ende steht dann Community gegen Community und keiner hat gewonnen. Denn die Apex-Spieler beschwerten sich im April schon unter dem Tweet zu den Fixes von Titanfall 1.
Der Einzige, der wirklich einfach unfair ist, ist der Hacker, der Titanfall besetzt. Sorry, aber das ist doch einfach nur Kacke. Lass die Leute doch einfach spielen. Und als Letztes frage ich mich noch, was das für die Zukunft bedeutet. Nicht nur für Titanfall, sondern für alle Spieler von Online-Games. Wenn die Aktion Erfolg hat, kommt bei uns als Spieler die Nachricht an, dass das die Art ist, wie man auf Missstände aufmerksam machen kann. Okay, new plan. Follow the rocket. Macht das dann demnächst jeder? Und sorgt es dann dafür, dass ich irgendwann Online-Spiele nicht mehr spielen kann, nur weil bei irgendeinem anderen Spiel von dem Entwickler gerade eine Map doof ist? Weil, komm schon, wahrscheinlich wird's wieder irgendeiner übertreiben und wegen Kleinigkeiten damit anfangen, oder nicht? Und wenn ich wegen DDoS-Attacken dann andauernd mein Spiel nicht mehr spielen kann, dann bin ich doch nur noch einfach sauer. Egal, ob die Hacker gute oder böse Absichten haben. Versteht mich nicht falsch. Der Zustand von Titanfall ist nicht tragbar. Die Sicherheitslücken von Titanfall, Titanfall 2 und Apex sind besorgniserregend. Aber da können weder die Apex-Spieler, noch die Safe Titanfall-Leute, noch die Devs so richtig was für. Vielmehr sollte eine Ebene höher darüber nachgedacht werden, wie mehr Menschen gefunden werden können, um aktiv an diesem Problem zu arbeiten. Am Ende ist das Ganze doch nicht einfach so schwarz-weiß gedacht wie ein Bond-Film, sondern eher ein bisschen so wie diese Vorfahrtprobleme in der Fahrschule. Alle stehen an einer Kreuzung und keiner weiß, wer als erstes fahren muss. Was glaubt ihr? Wer muss hier was tun? Wer ist hier im Recht? Würdet ihr Titanfall retten oder sind euch neue Spiele wichtiger? Und wenn ja, wie würdet ihr Titanfall retten? Glaubt ihr, DDoS-Attacken sind der richtige Weg? Schreibt es mir, ich bin schon gespannt.